Ich möchte Ihnen heute das Add-on-Tool Translations präsentieren, mit dem Sie komfortabel BW-Objektbeschreibungen übersetzen und bearbeiten können. Und das ist das zweite Webinar dieser Art. Wir hatten ja schon vergangene Woche am Freitag ein What's New-Webinar und wir möchten zukünftig noch mehr solcher Webinare durchführen, indem wir Ihnen einfach nochmal zeigen, welche Funktionalitäten der DocuPerformer Ihnen bietet. Und genau, heute fangen wir an mit Translations. Deswegen starten wir einfach mal in die Präsentation. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich arbeite im Produktmanagement DocuPerformer bei Blue Intelligence. Und die heutige Agenda sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal gibt es eine ganz kurze Einführung in das Tool GoToWebinar. Eigentlich nur zwei Aspekte, die dort wichtig sind. Anschließend gebe ich Ihnen nochmal einen ganz kurzen Überblick über den DocuPerformer. Vielleicht gibt es einfach ein paar Teilnehmer, die schon länger nicht mitbekommen haben, welche neuen Funktionalitäten es gibt, welche Komponenten wir unterstützen. Deswegen möchte ich da gerne nochmal einen kleinen Refresh geben. Anschließend zeige ich dann Translations, erstmal einen kurzen theoretischen Teil, um Ihnen dann anschließend in der Live-Demo nochmal ein kleines Beispiel zu zeigen, einer Übersetzung. Genau, und dann am Ende gibt es noch ein paar kleinere weitere Hinweise und dann sind wir auch schon durch mit dem Webinar. Deswegen beginnen wir mit der Einführung GoToWebinar. Das heißt, Sie müssten eigentlich auf Ihrer rechten Seite das Tool sehen und Sie haben die Möglichkeit, falls irgendwas nicht hören oder falls die Lautsprecher nicht richtig funktionieren, haben Sie die Möglichkeit, über die Audioeinstellungen, die hier markiert sind, die richtigen Lautsprecher auszuwählen. Und Sie können über die Chat-Funktion Fragen stellen. Bezüglich der Fragen, Sie können im ganzen Webinar Fragen stellen. Ich nehme diese Fragen auf und nachträglich nach dem Webinar beantworten wir Ihnen diese Fragen und schicken sie Ihnen dann zu. Das können Sie dann hier über diesen Bereich machen. Gut, kommen wir jetzt direkt schon zum DocuPerformer. Nochmal ganz kurz allgemein, 5 Minuten. Das sind die Komponenten, die wir unterstützen, die der DocuPerformer unterstützt. Das heißt, SAP BW, das dürfte bekannt sein. Dort auch BIS 7.5 und auch BW S/4HANA seit vergangenem Jahr. Wir unterstützen auch die BW On-HANA-Objekte, wie beispielsweise ADSOs und HCPRs. Zudem unterstützen wir die BO-Komponente, das bedeutet Analysis for Office, Design Studio, Web Intelligence und Lumira seit letztem Jahr. HANA, auch zahlreiche Objekte, wie man hier sieht, darunter auch die Security-Objekte wie Roles und User und einige Views. Und seit dem letzten Release, das jetzt im Januar rauskam, unterstützen wir bei BPC auch die 11.0 Standardversion und die Objekte, die hier aufgelistet sind. Man hat die Möglichkeit, Module einzusetzen in all diesen Komponenten, um verschiedene Funktionalitäten durchzuführen. Das heißt, wenn wir uns die mal kurz anschauen, wir haben das Standardmodul, nämlich die Dokumentation. Mit Hilfe der Dokumentation können wir technische Dokumentationen erstellen. Das heißt, wir können all diese Objekte, die in diesen Komponenten vorkommen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, können wir dokumentieren. Wir können sie auch kommentieren. Das heißt, wir können fachliche oder weitere technische Informationen hinterlegen an ein Objekt. Und diese Information verschmilzt dann nachträglich in der Dokumentation mit den technischen Informationen, die wir aus dem SAP-System holen. Es gibt zahlreiche Analysefunktionen, die Sie nutzen können, um beispielsweise Ihr System aufzuräumen, um wechselseitige Abhängigkeiten zu identifizieren, um Mapping-Analysen durchzuführen. Und da gibt es sehr viele Funktionalitäten. Und da jetzt schon der kleine Hinweis: Ende März gibt es ein weiteres Webinar, in dem wir Ihnen Funktionen vorstellen des Bereichs Housekeeping. Da werden wir Ihnen das dann vorstellen und da würden wir uns auch freuen, wenn Sie dabei sind. Es gibt auch Ende März noch ein Webinar zum Thema ganzheitliches Dokumentationskonzept, wo wir vor allem die oberen Module nochmal erwähnen, inwiefern der DocuPerformer Sie dann unterstützt, solch ein Konzept aufzubauen und auch durchzuführen. Das heißt, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch da anmelden würden. Genau. Dann gibt es noch die Modellierung. Die Modellierung unterstützt Sie vor allem bei Migrationsprojekten. Wenn Sie beispielsweise migrieren wollen zu einem BW S/4HANA-System, dann haben Sie die Möglichkeit, die Objekte Ihres alten Systems in den DocuPerformer zu importieren, diese anschließend zu bearbeiten, beispielsweise in einen neuen Namensraum zu bringen,
oder bestimmte Einstellungen ändern und anschließend können Sie die Objekte exportieren in ein anderes System, in beispielsweise in ein BW4HANA-System. Gleichzeitig unterstützen wir Sie auch dabei, dass wir die klassischen BW-Objekte wie beispielsweise InfoCubes oder DSOs umwandeln in ADSOs und dass Sie diesen Schritt dann nicht mehr machen müssen. Genau, Sie können auch Queries kopieren. Es gibt da wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Auch hier noch ein Hinweis, am Montag gibt es ein Webinar zu diesem Thema. Mein Kollege wird Ihnen dann anhand eines Beispiels erklären, wie solch ein Migrationsprojekt mit dem DokuPerformer realisiert werden kann. Gut, das die Module. Jetzt noch kurz die Add-ons, die wir anbieten. Wir haben Data Lineage, das ist ein Add-on für das Analysemodul. Man kann das Mapping aller Info-Objects und Felder bis zu einer Data-Source oder einem definierten Endpunkt sich anzeigen lassen in Form einer Excel-Tabelle. Und hier unterstützen wir vor allem die BW-Info-Provider, die HANA Repository Views und die ABAP CDS Data Definitions. Genau, das ist ein Modul, das ist ein Add-on, das Sie hinzulizenzieren können zu Ihrem Analysemodul. Wenn es da Interesse gibt, dann können Sie uns einfach anschreiben. Genau, und dann gibt es noch Translations. Translations ist auch das Thema des heutigen Webinars. Das heißt, wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, komfortabel Beschreibungen zu bearbeiten und zu übersetzen. Und die weiteren Informationen, da gehe ich jetzt drauf ein. Das heißt, das war jetzt der allgemeine Überblick. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu Translations. Warum Translations? Wir haben immer mehr Kunden, die auf uns zukommen und Interesse an Translations zeigen, vor allem, weil es bestimmte Gründe gibt. Beispielsweise haben Kunden oder haben Nutzer von SAP ihr BW-System nur einsprachig gepflegt, beispielsweise nur Deutsch. Und jetzt haben sie beispielsweise eine internationalere Ausrichtung und brauchen die Beschreibung auch in anderen Sprachen, also mehrsprachig. Das führt dazu, dass sie das dann manuell machen müssen. Und das ist ja, zu den Schwierigkeiten komme ich gleich. Ein weiterer Grund ist der, dass man beispielsweise die BW-Entwicklung ausgelagert hat und dann im Endeffekt das Land, in dem man jetzt wo die BW-Entwicklung durchgeführt wird, nicht Deutsch spricht, die Beschreibungen mal in Deutsch gepflegt sind, dann können die Entwickler erstmal nichts anfangen, eventuell mit den Objekten. Und da wäre es hilfreich, wenn sie englische Beschreibungen hätten beispielsweise oder eine andere Sprache. Das heißt, es gibt Gründe für die Übersetzung und wenn man das manuell durchführen möchte, gibt es halt zahlreiche Hürden, die man überwinden muss, vor allem in SAP. Zunächst einmal, es wird nur die Beschreibung und die Sprache angezeigt, mit der man sich anmeldet. Das heißt, die angezeigte Beschreibung ist immer abhängig von der Anmeldesprache. Wenn ich eine deutsche Beschreibung, wenn ich eine englische, Englisch und Französisch pflegen muss, muss ich mich zunächst Englisch mit Englisch anmelden, muss dann was pflegen, dann Französisch und das ist natürlich sehr aufwendig. Zudem ist es nicht einfach, die richtigen Stellen zu identifizieren. Ist es jetzt Info-Provider-spezifisch oder Query-spezifisch gepflegt oder Info-Object-spezifisch? Das heißt, das sind so die Hürden, die existieren. Und genau diese Hürden möchten wir mit dem Translations-Add-on-Tool überwinden, beziehungsweise dass Sie sie überwinden können, um diesen manuellen Aufwand zu reduzieren. Das heißt, schauen wir uns mal an. Das ist das Add-on-Tool Translations. Was hat das für Vorteile? Zunächst einmal ist es komfortabel. Das heißt, Sie können Objekte gezielt nach Objekten suchen. Sie können die Objekte anschließend in den Arbeitsbereich laden und können dann mit ihnen weiterarbeiten. Intelligent, denn wir identifizieren, Sie haben die Möglichkeit, zunächst einmal eine Query beispielsweise in den Arbeitsbereich zu laden oder ein ADSO. Anschließend können Sie die abhängigen Objekte sich anzeigen lassen, beispielsweise beim ADSO die Felder und Groups, bei der Query die Conditions und Variablen, das schauen wir uns gleich alles nochmal an. Und wir zeigen Ihnen dann auch sofort, an welcher Stelle die Beschreibung gepflegt wurde. Ist es Query-spezifisch, ist es Info-Provider-spezifisch oder Info-Object-spezifisch? Das identifizieren wir sofort. Flexibel, Sie können auch außerhalb des DokuPerformers die Beschreibung pflegen und die Übersetzung pflegen. Das heißt, Sie können beispielsweise den Arbeitsbereich, also Sie integrieren oder fügen Objekte in den Arbeitsbereich ein, können anschließend einen Export durchführen, einen Excel-Export und dann sehen Sie die ganzen Beschreibungen in Excel, können anschließend die jeweiligen Sprachen pflegen und übersetzen und können dann wieder einen Import in den DokuPerformer durchführen. Das heißt, das ist dann dementsprechend auch schön, dass man es auch unabhängig vom DokuPerformer die Beschreibung pflegen kann. Effizient, wir bieten Ihnen auch ein intelligentes Wörterbuch an. Das heißt, Beschreibungen, die in der Vergangenheit bereits gepflegt wurden, werden Ihnen vom DokuPerformer und werden Ihnen vor allem dann vom Wörterbuch nochmal vorgeschlagen, wenn die Beschreibung nochmal vorkommt. Das heißt, dass Sie im Endeffekt nicht immer
die Beschreibung, die Übersetzung wiederholen müssen, sondern dass sie einfach nur den Vorschlag annehmen können von Translations und dementsprechend auch hier weniger Aufwand haben. Und zu guter Letzt simpel, denn Sie können die Übersetzung mit einem Klick in Ihr SAP-System laden und das Schöne ist, Sie können beispielsweise die Übersetzung in das Entwicklungssystem laden und können sofort die Objekte auf einen Transportauftrag schreiben und damit kann das sofort in Ihr Produktivsystem noch übertragen werden. Genau, das heißt, das ist der theoretische Part. Ich würde jetzt die Live-Demo starten und öffne dafür den Doku-Performer. Gut, das heißt, wir sehen jetzt den Doku-Performer. Wenn Sie Translations lizenziert haben, dann finden Sie das Tool hier unter Add-ons und können dann hier auf Translations klicken. Dann können Sie zunächst die Mastersprache auswählen. Die Mastersprache, was ist das? Mit der Mastersprache weisen wir den Doku-Performer und Translations darauf hin, an welcher Sprache er sich orientieren soll. Ich habe es vorhin bereits erwähnt, wir identifizieren, ob es Info-Provider-spezifisch ist, Info-Object-spezifisch und wenn wir jetzt beispielsweise ein Objekt haben und das ist beispielsweise die englische Beschreibung ist zum Beispiel Info-Provider-spezifisch gepflegt und die deutsche Info-Object-spezifisch und jetzt möchten wir die französische Beschreibung pflegen, dann orientiert sich der Doku-Performer an der festgelegten Mastersprache. In dem Fall wäre es jetzt Deutsch. Und wenn Deutsch Info-Provider-spezifisch ist, dann wird die französische Beschreibung auch Info-Provider-spezifisch sein. Das heißt, wir brauchen diese Mastersprache, um uns sozusagen zu orientieren, an welche Stelle sozusagen das Ideal ist. Wir bleiben jetzt hier bei Deutsch. Und jetzt können wir zunächst einmal uns anschauen, welche Objekttypen unterstützt werden von Translations. Das heißt, wir sehen hier beispielsweise die Info-Sources, wir haben ADSOs, wir haben auch die integrierte Planung, die unterstützt wird, Analyseberechtigung, Arbeitsmappen, dann berechnete Kennzahlen, die klassischen BW-Objekte wie DSOs, HANA Composite Provider. Und auch hier schon mal der Hinweis, Sie können sich nochmal einen eigenen Überblick über Translations machen, wenn Sie in unser User-Manual gehen. Das User-Manual finden Sie online und auch hier gibt es einen Eintrag bezüglich Translations, wo wirklich nochmal Schritt für Schritt alles erklärt wird. Hier sehen Sie auch, welche Objekte nochmal unterstützt werden. Und hier wird auch erklärt, was die Master Language ist, welche Sprachen unterstützt werden. Das wird dann alles hier nochmal Ihnen gezeigt. Gut, das heißt, ich habe mich beispielsweise jetzt für ein Objekt entschieden. Ich nehme jetzt hier ein ADSO. Und was ich dann machen kann, ich kann im System nach Objekten suchen, die in einem bestimmten Namensraum liegen. Ich kann beispielsweise jetzt hier reinschreiben YSCT mit einem Stern. Das heißt, Wildcard ist auch hier möglich. Dann drücke ich auf Laden und dann sehen wir, dass diese Objekte dem Namensraum entsprechen. Was ich jetzt mache, ist das Objekt entweder per Drag and Drop oder mit diesen Pfeiltasten hier reinziehen in den Arbeitsbereich und dann werden mir auch direkt schon die Beschreibung geladen. Die Anzahl dieser Sprachen orientiert sich hier an den Sprachen, die Sie hier auswählen. Das heißt, ich habe jetzt diese drei Sprachen ausgewählt. Dementsprechend werden mir auch die Beschreibung angezeigt. Ich könnte hier beispielsweise schon direkt irgendwas reinschreiben für Französisch und könnte dann hier auf Aktualisieren gehen und dann wird es direkt ins SAP-System, können wir es dann schreiben. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die abhängigen Objekte laden. Dafür klicke ich hier auf abhängige Elemente. Und kann dann auswählen, ob die Info-Objects und Felder und ob die Gruppen angezeigt werden sollen. Drücke auf OK. Und jetzt lädt der Doku-Performer die abhängigen Objekte. Genau. Und hier sehen wir dann auch schon Info-Provider-spezifisch, zum Beispiel Info-Object-spezifisch. Wenn irgendwo Info-Provider-spezifisch wäre, würden wir das auch sehen. Das heißt, hier sehen Sie das an der rechten Seite. Und dann können Sie Ihre Beschreibung hier einpflegen. Genau. Gut, dann würde ich sagen, führen wir mal sowas durch. Das heißt, ich kann jetzt dieses ADSO wieder aus dem Arbeitsbereich entfernen, kann mir dann, in diesem Fall möchte ich mal Merkmale übersetzen. Der Namensraum ist der gleiche. Das sind vier Objekte, die ich jetzt übersetzen möchte.
Und dann sehen Sie auch schon hier auf der rechten Seite diese Vorschläge. Das heißt, der Doku-Performer hat erkannt, okay, diese Beschreibung Land wurde bereits schon mal gepflegt im Doku-Performer und dementsprechend ist es ein Verweis aus dem Dictionary, dass hier Country existiert beispielsweise. Und nochmal ganz kurz, hier links sind die Kurzbeschreibungen und rechts sind die Langbeschreibungen. Das ist sozusagen, so ist das aufgebaut. Und was ich jetzt machen kann, ist entweder zu sagen, ich mache das jetzt alles hier manuell, oder ich kann einfach sagen, bitte alle Vorschläge übernehmen. Das mache ich mal. Das heißt, jetzt sind hier schon alle Vorschläge drin. Wir können uns mal ganz kurz das Dictionary, unser Wörterbuch anschauen und dann sehen wir, hier sind die, das ist einfach eine Tabelle, in der wir die verschiedenen Beschreibungen pflegen können in den jeweiligen Sprachen. Was wir auch machen können, ist beispielsweise hier ein Export zu Excel und dann haben wir diese Beschreibung nochmal in Excel-Form und können hier weitere Beschreibungen hinzufügen. Finish beispielsweise was eintragen. Wenn wir das alles eingetragen haben, können wir einfach einen Import durchführen und dann sind alle Beschreibungen hier drin. Das ist das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Da aber bitte vorsichtig sein. Wir überschreiben sozusagen das Wörterbuch. Das heißt immer bitte das Wörterbuch, wenn Sie es verwenden, dann sollte das, was jetzt hier drin ist, auch nochmal in dem Wörterbuch drin sein, sozusagen die Beschreibung, weil wir ansonsten, wenn Sie einfach nur ein leeres hochladen, wird das hier überschrieben. Deswegen dort, genau, dass man immer die Beschreibung auch in der Excel drin hat, die vorab schon gepflegt wurden. Dementsprechend empfiehlt sich eigentlich immer, einen Export durchzuführen und dann dieses Excel zu pflegen und dann wieder zu importieren und dann wieder ein Excel durchzuführen. Genau, Sie können hier weitere Sprachen hinzufügen im Dictionary durch den Column Tool. Das heißt, ich habe einen Rechtsklick durchgeführt und dann einen Spalteneditor geöffnet und dann kann ich hier weitere Sprachen wie beispielsweise Chinesisch hinzufügen und kann mir dann dieses Layout auch speichern. Das heißt, der Spaltenaufbau, wenn beispielsweise Chinesisch nicht interessant ist für mich, Spanisch auch nicht, Finnisch auch nicht, dann kann ich die Sprachen alle entfernen, kann das speichern und dann wird mir zukünftig im Wörterbuch das Wörterbuch immer nur, das Layout immer nur angezeigt mit den Sprachen, die für mich relevant sind. Das heißt, das haben wir jetzt uns angeschaut. Was ich jetzt machen möchte, ist ganz kurz in SAP Ihnen zeigen, dass die Beschreibungen noch nicht gepflegt sind. Das heißt, ich öffne SAP, suche nach den jeweiligen Objekten, zum Beispiel 1001. Und dann müssten wir jetzt eigentlich sehen, dass, genau. Das heißt, hier sehen wir einfach nur den technischen Namen, weil die Beschreibung nicht gepflegt wurde. Bestenfalls müsste, wenn nachdem ich hier auf Aktualisieren gedrückt habe, hier dann im Endeffekt Country stehen. Gut, schauen wir uns das mal an. Ich muss erstmal wieder rausgehen, weil ich es aktualisieren muss. Das heißt, ich führe jetzt hier, ich klicke auf Aktualisieren. Das wird jetzt in das jeweilige System geschrieben, in dem ich angemeldet bin. Hier wäre dementsprechend zu empfehlen, dass Sie immer im Entwicklungssystem übersetzen, denn gleich können Sie hier im Doku-Performer schon die Objekte auf einen Transportauftrag schreiben. Jetzt aktivieren wir die Info-Objects. Das ist jetzt der Dialog, in dem es vorgeschlagen wird. Da können wir sagen, ja, weiter. Dann sehen wir alle Transportaufträge jetzt. Und ich suche schnell nach diesem, drücke auf Anwenden. Okay, das heißt, das haben wir jetzt auch gemacht. Und jetzt schauen wir uns das nochmal in SAP an. Das heißt, gleiches Spiel, Interesse 1. Und da müsste jetzt hier Country stehen. Und das hier wird Country of Supplier, genau der lange Text. Das steht jetzt hier drin, das heißt, die Beschreibung wurde übernommen für die Objekte. Und nochmal ganz kurz auf den Transportauftrag, wie das aussieht. SE03, Find Requests. Das müsste im Endeffekt hier sein. Das heißt, nee, das ist falsch. 6.9 war es, das war es hier.
Genau, hier sehen wir die vier Objekte, die sind jetzt auf diesem Transportauftrag geschrieben. Auch das hat funktioniert. Gut, das war jetzt mein kleines Beispiel, in dem ich Ihnen gezeigt habe, wie das funktioniert. Ich würde jetzt gerne noch Ihnen zeigen, wie es mit dem Arbeitsbereich funktioniert, denn ich kann hier beispielsweise noch eine Sprache hinzufügen, zum Beispiel Französisch, kann dann hier einen Export durchführen und jetzt wirklich nur den Arbeitsbereich. Das heißt, jetzt exportiere ich wirklich nur die Objekte, die hier im Arbeitsbereich sind. Das ist jetzt sozusagen eher ein objektorientierter Export, indem ich hier dann im Endeffekt das Objekt sehe und die drei Sprachen, die ich eingefügt habe. Ich kann hier die Sprache pflegen, kann das anschließend speichern und einfach dann durch einen Import übernehmen und dann wird der Wert, den ich gepflegt habe, die Beschreibung, die ich hier gepflegt habe, wird dann hier auch angezeigt in Translations. Das heißt, das ist auch eine weitere Möglichkeit. Das heißt, Sie können das theoretisch gesehen immer so durchführen, können es aktualisieren. Sobald Sie es aktualisiert haben, werden die Beschreibungen in den Dictionary geschrieben und dann haben Sie das alles hier drin. Genau. Jetzt nochmal ganz kurz zur Query. Das heißt, ich kann hier das einfach wieder alles entfernen. Kann auf Query gehen. Wie wird eine Query dargestellt? Die können wir auch mal laden. Ich entferne mal Französisch. Das heißt, auch hier kann ich die abhängigen Elemente mir anzeigen lassen. Conditions, Exceptions und Variablen. Jetzt checkt er nochmal, welche Objekte es gibt und an welcher Stelle sie übersetzt wurden. Genau, wir sehen dann hier die Filter, die freien Merkmale, die auf dem Blatt gepflegt wurden, die Spalten. Genau, und hier sehen wir dann alle abhängigen Elemente der Query. Wir sehen auch beispielsweise, dass auch hier wieder Vorschläge existieren, die wir annehmen können. Und dann haben wir auch die Variablen. Genau, auch die werden hier mit angezeigt. Und im Endeffekt dann das gleiche Spiel. Sie können hier die Übersetzung einpflegen. Sie können hier einen Export durchführen von dem Arbeitsbereich und dann einfach in SAP aktualisieren. Sie haben hier auch einen Verlauf, das heißt, hier wird nochmal angezeigt, welche Änderungen durchgeführt wurden, welche Übersetzungen Sie durchgeführt haben. Und ja, das war so das Wichtigste. Ich will Ihnen noch kurz die Einstellung zeigen, denn wenn Sie Translations lizenziert haben, dann sehen Sie hier auch noch eine Einstellung. Sie können hier beispielsweise entscheiden, wie lange Sie die History behalten möchten. Beispielsweise, sie soll immer behalten werden. Diese History, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, also diesen Verlauf. Sie können auch sagen, dass es nur eine bestimmte Anzahl an Tagen drin sein soll oder nur für bestimmte Anzahl an Objekten. Genau. Dann können Sie hier noch im Endeffekt die Sprachen pflegen. Wir ermitteln hier, sobald Sie Translations öffnen, ist ein Login notwendig, weil wir hier schon direkt ermitteln, welche Sprachen Ihr SAP-System unterstützt. Das heißt, das wird dann hier schon direkt identifiziert und in den Einstellungen können Sie einfach die Reihenfolge festlegen, im Endeffekt, welche Sprache ganz oben sein soll und das machen wir dann in Kombination mit den Sprachen, die Sie anbieten, die Ihr SAP-System supportet. Gut, das jetzt im Tool. Kommen wir nochmal kurz zurück zur Präsentation selbst. Das haben wir schon gezeigt. Wir sind hier. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, das sah jetzt alles ziemlich interessant aus und ich würde das gern auch mal selbst ausprobieren, dann haben Sie die Möglichkeit, Translations zu testen. Das heißt, Sie können Translations 7 Tage testen, kommen Sie einfach auf uns zu und dann haben Sie die Möglichkeit, für 7 Tage einfach in Ihrem eigenen System es auszuprobieren. Das ist natürlich immer noch empfehlenswert, wenn Sie nachschauen, inwiefern Sie Translations unterstützt. Das heißt, was wir da machen würden, wenn Sie schon Bestandskunde sind, würden wir einfach Ihre Lizenz erweitern und genau, informieren Sie uns einfach, kommen Sie auf uns zu und dann kümmern wir uns darum. Es gibt noch ein paar wichtige Hinweise zum Schluss dieses Webinars. Zunächst einmal nach dem Webinar erhalten Sie eine E-Mail, dort finden Sie dann einen Link,
von der Präsentation, die ich jetzt gehalten habe, zudem auch auch die Aufzeichnung von dem Webinar selbst, das heißt, die Präsentation ist verlinkt, die Aufzeichnung des Webinars und auch ein Umfragelink. Und da würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn Sie diese Umfrage auch ausfüllen würden. Genau, einfach nur, damit wir uns auch weiter verbessern können und auch ein bisschen vielleicht was auch erfahren über über Sie oder was Sie für was Sie für Funktionalitäten vielleicht noch in Zukunft auch was wir Ihnen da bieten können. Und ein weiterer wichtiger Hinweis ist der, dass wir einen technischen Support haben. Das heißt, nochmal als kleiner Hinweis, wenn Sie irgendeinen Bug haben oder auch wenn Sie einen Feature-Request erstellen möchten, dann können Sie das über unseren Helpdesk machen. Das ist auch hier nochmal verlinkt. Und eine Übersicht der zukünftigen Webinare finden Sie auch auf unserer Webseite. Ich habe hier nochmal einen kleinen Ausschnitt. Das heißt, die nächsten Termine, am Montag haben Sie das Modellierungsmodul wird vorgestellt am Montag und zukünftig gibt es da noch beispielsweise Best Practice Dokumentationskonzept mittels Szenarien und Analysemodul, das zeigen wir Ihnen auch, das habe ich schon erwähnt, die Housekeeping-Funktionalitäten im Doku-Performer. Sie können sich ganz einfach registrieren, indem Sie hier einfach auf Registrieren drücken und das haben Sie dann im Endeffekt schon gemacht, wenn Sie hier sind. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch dann dabei sind, damit wir Ihnen einfach nochmal das Potenzial des Doku-Performers vorstellen können. Genau, nochmal, wenn Sie sich selbst ein Bild machen wollen, wie gesagt, Sie können selbst testen. Worüber wir uns auch freuen, wenn Sie nochmal ein individuelles Webinar haben möchten, indem wir nochmal wirklich individuell Ihre Fragen beantworten, dann können wir das sehr gerne vereinbaren. Sonst 60 Tage testen oder 7 Tage bei Translations oder bei dem Modul Modellierung. Und genau, was wir auch gerne machen, eine Präsentation vor Ort. Auch da kommen Sie einfach auf uns zu. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu stehen und Ihnen die Funktion vorzustellen. Gut, ich schaue mal auf die Uhr. Relativ pünktlich kommen wir dann auch schon zum Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch zukünftig vorbeischauen bei unseren Webinaren und wenn Sie vor allem auch die Umfrage am Ende ausfüllen, da wären wir Ihnen auch sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ich hoffe, man hört sich bald wieder. Tschüss!